in Deutschland. Ja. Darüber also, werden wir mit der Schuldenbremse umgehen wollen, weil die maximal scharf gestellte Schuldenbremse, die wir jetzt haben nach dem Urteil, ist aus meiner Sicht ein Korsett, mit dem wir die Aufgaben, vor denen das Land steht, nicht werden bewältigen können. Sie ist ein Anschlag auf unsere Volkswirtschaft. Ein Korsett, mit dem die Aufgaben, ja, was ist denn die Aufgabe? Die Aufgabe ist, dass unser Land vielleicht nicht deindustrialisiert wird. Und ja, damit werden wir vielleicht schwer klarkommen. Also man kann sich immer so milde, so vorsichtig ausdrücken. Also ich sehe schon, wenn sich der Flassbeck hier hingesetzt hat, der hätte die ganze Zeit darüber geschimpft, wie dumm eigentlich die Politik ist. Aber ja, der Südokom drückt sich natürlich, also er hat inhaltlich natürlich recht, aber er drückt sich auch so vorsichtig aus. Wie gesagt, wir müssen mal den Flassbeck in so eine Talkshow setzen. Das heißt, Sie sagen, es wird gar nicht gelingen zu kürzen, also das, was der Finanzminister jetzt sagt, nämlich wir haben ihm ja zugehört, man muss eigentlich nur noch mal durch alle Positionen durchgehen und wir werden diese 17 Milliarden schon finden. Das, was der Bundesfinanzminister sagt, ziehen Sie in Zweifel, Herr Südekopp? Natürlich kann man rechterisch dieses Geld finden, man kann natürlich irgendwo kürzen. Ja. Nicht 17, sondern 30 Milliarden. Ja? Aber was heißt das, 30 Milliarden? Aber für die Rente werden jedes Jahr 100 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt zugezahlt. Also, glaube ich, weiß schon, wo die Politik als erstes kürzen wird, wenn sie mal wirklich Geld zusammenkratzen muss. Wahrscheinlich bei den Rentnern, da wo sie in der Vergangenheit eben schon gekürzt hat. Also, wie läuft das in diesem Land? Bei der Rüstung natürlich nicht. Also, Aufrüstung muss natürlich weiterhin also stattfinden. Also, ihr seht es ja, die Zinskosten explodieren gerade wegen der völlig verfehlten Zinspolitik der EZB. Die Schuldenbremse, die engt uns jetzt noch weiter ein. Und gleichzeitig wird der Rüstungshaushalt aufgebläht. Wo wird dann wohl gekürzt? Also erstmal bei Investitionen in die Zukunft. Okay, die kann man nicht beliebig kürzen. Das heißt, irgendwann wird man an die Sozialausgaben ran müssen. Das Erste, wo gekürzt wird, sind Investitionen, weil du die noch am einfachsten kürzen kannst, weil es da am wenigsten Widerstand gegen gibt. Also das fällt den Leuten dann ja auch erst in 10 Jahren aus, auch wenn die Züge noch unpünktlicher kommen. Oder die Straßen noch mehr Schlaglöcher haben als aktuell und noch mehr Brücken nicht befahrbar sind. Also es fällt den Leuten ja noch nicht in dieser Legislaturperiode auf, sondern unser Land verfällt immer weiter und dann die Leute beschweren sich dann in 10, 20 Jahren, aber dann sind Lindner, Baerbock und Co. schon längst in irgendwelchen hochdotierten Posten irgendwo anders. Das ist ein sehr, sehr großer Betrag. Das sind ungefähr 1,5% des Bruttoinlandsprodukts. Wenn man jetzt, beziehungsweise das wären die 0,75% des Bruttoinlandsprodukts. Wenn man das jetzt auf einen Schlag kürzt, hat das massive makroökonomische Konsequenzen. Wir sind ja in einer Rezession in Deutschland. Wir hatten gehofft, dass im nächsten Jahr wir eine leichte Erholung bekommen. Nicht spektakulär, aber zumindest mal Wachstumsraten so 0,5, 0,7%. Wenn jetzt diese Kürzung so knallhart durchgezogen wird, wird es das nicht geben. Dann wird die Rezession in Deutschland bleiben, wird sich verschärfen, verlängern. Noch dramatischer, die Investitionen werden noch stärker einbrechen. Es gibt jetzt Studien, die sagen, dass die Investitionen 4 Prozentpunkte nach unten gehen werden, wenn wir jetzt diese Kürzungspolitik machen. Aber so pauschal können Sie das doch gar nicht sagen, wenn Sie nicht wissen, wo basiert. Also der Südekom, der ist ja völlig auf der Höhe. Also dass so eine klare Ansage kommt, okay, wir sind in der Rezession, das wird noch schlimmer werden. Also damit hatte ich nicht gerechnet. Also der Südekom, doch klarer, also Wagenknecht und Südekom, aber zwei Gäste, die tatsächlich, ihr habt am Anfang gemerkt, wie negativ ich hier reingegangen bin und ich bin ja schon wieder an dem Kühnert fast verzweifelt, als ich dem gerade so lange zuhören musste, aber also das, was Südekom mir gesagt hat, völlig richtig. Völlig richtig. Also gucken wir uns jetzt mal an, was die Spiegelfrau da für schlaue Einwände gegen haben wird. Wo gekürzt wird, oder? Das finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Das ist erstmal eine erste Abschätzung der Volumen. Generell, wenn die Summe weg ist, stirbt die Wirtschaft. Das finde also find ich jetzt nicht so zwingend. Sie stirbt, aber es würde eine... Ganz einfach. Du nimmst einen Staatsausgabemultiplikator an. Der kann natürlich falsch sein. Also wenn man das Geld jetzt, keine Ahnung, bei so schwachsinnigen Ideologieprojekten wie der Aktienrente kürzt oder... Ja, Superreiche höher besteuert. Okay, das wird nicht passieren. Aber nehmen wir mal an, das Geld wird irgendwo weggenommen, wo es keinen großen Schaden anrichtet. Ja, okay, dann hat das auch keinen großen Effekt aufs Wachstum. Aber das Geld, das wird wohl an Stellen eingespart werden, wo es eben 1:1 in die Wirtschaft geflossen wäre. Beispielsweise bei Investitionen oder bei Sozialausgaben, die eben hauptsächlich an arme Menschen gehen, die wieder das ganze Geld in der Wirtschaft stecken. Also das ist, da fehlt dann das Geld und da hast du halt einen hohen Staatsausgabemultiplikator. Das heißt, du hast da halt einen starken Effekt. Eine ernsthafte Rezession, die sich eben dadurch verlängern wird. Das wäre die Folge. Das Gegenteil vom IFO-Institut. Der sagt ganz klar, die Länder, die Schuldenbremsen haben oder so eine Art, gibt ja viele, Schweiz zum Beispiel und andere, die wachsen viel schneller, weil sie Prioritäten setzen und sich konzentrieren. Ich rede von Studien, die jetzt versuchen zu prognostizieren, was wären die Auswirkungen, wenn jetzt erstmal der Betrag, der in Rechnung steht, die 60 Milliarden gesperrt wurden. Aber es kommt auch an, wo sie sparen. Wenn jetzt die Berechnung, die dort...
Also diese Berechnung des IFO-Instituts, die würde ich gerne sehen. Also Carsten Linnemann hier so autoritätsargumentsmäßig, hey, ich habe das IFO-Institut, das sagt hier irgendwas. Also die Länder, die Schuldenbremsen haben, also fast alle Länder auf dieser Welt haben, oder zumindest die meisten Industrieländer auf dieser Welt haben Schuldenregeln. Die Staaten der Eurozone ja automatisch durch den Vertrag von Maastricht, wo 3% des BIPs an maximaler Verschuldung vorgegeben wird, dann nochmal doppelt durch den Fiskalpakt, wo die Verschuldung noch härter begrenzt wird. Die USA haben auch eine Schuldenregel, also die sagen, haben sogar eine absolute Verschuldungsregel, wo man sagt, wenn die Verschuldung höher steigt, dann sind wir pleite. Die Schuldengrenze wird dann allerdings jedes Mal angehoben, wenn man es gerade braucht. Also das, ja, ob man so eine Schuldenregel hat, sagt erstmal nichts darüber aus, ob man sie einhält. Wie gesagt, die Schuldengrenze der USA, die wird alle paar Jahre erhöht und hat nicht im geringsten zur Verringerung der Staatsverschuldung beigetragen. Zugrunde gelegt wurde, war, dass die 60 Milliarden, die eigentlich verplant waren im Klimatransformationsfonds KTF, dass diese Investitionen so nicht stattfinden, so gekürzt würden. Dann würden die Investitionen insgesamt gesamtwirtschaftlich um 4% einbrechen. Über mehrere Jahre, ne? Also weil diese 60 Milliarden fallen ja jetzt nicht 2024. Aber es ist ja schon so, dass vielleicht nochmal Sekunde macht, jetzt darüber zu reden. Ganz kurze Frage, ich wollte noch mal auf die politischen Konsequenzen kommen. Wir sind jetzt schon schwer in der wirtschaftspolitischen Diskussion. Ich wollte noch mal über sinnloses Parteigezwängt zwischen diesem verdammten neoliberalen Altparteienkartell reden. Wir können doch hier nicht über den wirtschaftlichen Niedergang unseres Landes reden. Wofür braucht man schon eine funktionierende Wirtschaft? Und ich meine Schulden, Staatsschulden, was hat die schon mit Wirtschaft zu tun? Ich will lieber über Parteipolitik reden. Nehmt die Moderatorin daraus, dann wird die Talkshow besser. Das ist ja unglaublich. Frau Ammann, Stichwort, in welcher Situation, in welcher politischen Situation? Gott. Jetzt fragt sie ausgerechnet die Frau vom Spiegel. Das ist ja... Sind wir jetzt in Ihrer Einschätzung? Glauben Sie, dass diese drei Matadoren weiter in die verschiedenen Richtungen strömen werden und es keine Einigung gibt? Rechnen Sie damit, dass man sich maximal verbiegt und eine Einigung finden wird? Aber ist das dann eine, die noch Vertrauen und Glaubwürdigkeit findet? Ja, das ist in der Tat die wichtigere oder schwierigere Frage. Ich denke schon, dass jetzt in den nächsten Tagen, Sie wissen da mehr, ist eine Einigung zwischen diesen dreien und damit auch einen Kabinettsbeschluss, also die sozusagen das politische Zurechthämmern des Haushalts gelingen kann. Das ist, glaube ich, und dann ist zumindest ein bisschen Unsicherheit rausgenommen, wie es im nächsten Jahr weitergehen kann. Das ist schon wahr. Aber ich meine, danach geht es in die Fraktionen. Und danach geht es auch in die Details. Also es war ja bisher bei der Ampel meistens so, dass es im Grundsatz dann irgendwann nach stundenlanger Sitzung eine Einigung gab über schwierige und komplizierte Themen. Und sobald es dann um die Umsetzung ging, hat man ja besonders beim Gebäudeenergiegesetz gesehen, dann auf einmal verhakte man sich wieder. Und das ist natürlich bei diesen ganzen Finanzfragen, die da dranhängen und den Auswirkungen in einzelnen Bereichen und auch die Rückkopplung mit den Parteien, das ist ja dann das Hauptrisiko, das es noch gibt. Es muss ja dann auch einen Koalitionsausschuss geben. Das heißt, die drei können das ja jetzt nicht einfach für alle beschließen. Die müssen sich rückkoppeln. Bei den Grünen ist es kompliziert, weil ja auch dann Herr Habeck eben auch nicht gleich der Parteivorsitzende ist und schon gar nicht Fraktionsvorsitzender. Bei Herr Scholz ist auch nicht Parteivorsitzender, wird jetzt am Wochenende vielleicht einen Antrag von seinem Parteitag kriegen. Du darfst aber nicht hier kürzen und du darfst aber nicht hier kürzen. Also das heißt, da kommen schon ganz schön viele Haken und Ösen noch. Ist es ein Zeitpunkt auch aus Ihrer Sicht, wo Sie sagen, der Bundeskanzler sollte die Vertrauensfrage stellen? Erst recht, wenn... Ja, da schreibt gerade eine Horse Race, also Pferderennen in den Chat. Genau, so eine Berichterstattung ist das hier. Also anstatt über die Besitzer der Pferde zu berichten und wer da welche Quoten abgeschlossen hat, wird darüber berichtet, welches Pferd jetzt kurz vor dem anderen ist und dann welches Pferd als erstes durchs Ziel gekommen ist. Aber anstatt dann hinterher darüber zu berichten, wer welche Wetten abgeschlossen hat, wer am Ende wie viel Gewinn gemacht hat, also wer da welchen Einsatz im Spiel hatte, wird halt nur über die Pferde berichtet. Also So funktioniert diese Metapher ungefähr. Und genau das ist es, was wir hier gerade sehen. Wir reden über irgendwelche Politiker, aber über die grundlegenden Interessen dahinter, über die grundlegenden Zusammenhänge wird gar nicht geredet. Wenn sich das jetzt weitere Wochen zieht? Also mir würde es reichen, wenn er sich überhaupt erst mal erklären würde. Also das finde ich, man weiß im Moment einfach nicht. Mir würde es reichen, wenn keine Leute vom Spiegel mehr in Talkshows eingeladen werden. Das ist ja furchtbar. Also... Er war ja schon ein paar Mal bei Ihnen, so im One-on-One-Interview.
Wo war er jetzt die ganze Zeit? Also die Regierungserklärung war denkbar blass. Man hat das Gefühl, er steht selber so unter Schock. Er wirkt ja auch, als wäre er schon um ein paar Jahre gealtert, wenn man ihn sich so anschaut. Das ist ein gewaltiger Schlag ins Kontor für ihn. Es gab keinen Plan B. Und das stimmt auch, finde ich, was Herr Südekum sagt. Das war eine Überraschung, dieses Urteil in dieser Härte, die man nicht vorhergesehen hat. Ich meine, wenn man sieht, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Euro-Rettung immer wieder gut weggekommen ist. Das Bundesverfassungsgericht hat da keine Steine in den Weg gelegt. Noch nicht mal bei den Corona-Maßnahmen hat es so hart geurteilt wie jetzt. Und also das war schon ein gewaltiger Schock. Aber das hat die gesamte... Fast so, als ob das ein politisches Gericht wäre. Und ich verrate euch mal was, das ist ein politisches Gericht. Die Richter im Bundesverfassungsgericht, die werden vom Bundestag und Bundesrat Hälfte-Hälfte besetzt. Also die entsprechen dem, was da die aktuellen Mehrheitsverhältnisse der Parteien sind. Muss man sagen, das gesamte politische Narrativ von Olaf Scholz zerstört. Dieses gesamte Selbstbild von ihm und auch das Außenbild, das er von sich gezeichnet hat. Von dem Mann, der eben als ehemaliger Bundesfinanzminister, keiner kann den Haushalt so gut aufstellen wie er, keiner kennt sich mit den Staatsfinanzen so exzellent aus wie er. Und ausgerechnet er ist jetzt der Regelbrecher. Und ich glaube, dieser Schock hat auch dazu geführt, dass er so verstummt ist. Irgendwie, oder man ihn ja offenbar regelrecht dazu treiben musste, überhaupt diese Regierungserklärung abzugeben. Und mehr da eben nicht gekommen ist, außer vielleicht noch so ein... Ich dachte, Scholz kennt sich damit aus, wie man ja Steuermilliarden am Fiskus vorbeischiebt und das dann als Politiker absichert. Das ist eine Verwicklung in den Cum-Ex-Skandal, aber das ist jetzt, glaube ich, nur mein Eindruck. Vielleicht täusche ich mich da auch. Ein Video auf X oder so. Also das ist schon, ich finde, die Leute erwarten jetzt in dieser Situation von ihm einfach Präsenz und eine Botschaft und eine Beruf. Ich erwarte, dass er eine vernünftige Politik macht. Oder ich erwarte zumindest mal, dass er eine Politik macht, die unser Land nicht noch weiter ruiniert, sondern die ist... Ja, den Niedergang vielleicht etwas verlangsamt oder dass er vielleicht mal bald zurücktritt, obwohl ich erwarte von ihm eigentlich gar nichts mehr. Ich hoffe einfach, dass wir ihm bald los sind. Also ich will keine Präsenz von ihm. Ich will, dass er möglichst wenig da ist und möglichst schnell weg ist. Beruhigung an eine Vergewisserung. Wann wird die kommen, Herr Kühnert? Ich habe da eine andere Einschätzung, weil ich glaube, dass es unterschiedliche Erwartungen im medial-politischen Raum gibt und bei Bürgerinnen und Bürgern. In den Ländern ist die Schuldenbremse anders. Also sorry, dass ich diesen Politzirkus hier jetzt überspringe, aber das ist mir ehrlich gesagt einfach zu albern. Wird die anders? In Schleswig-Holstein gibt es einen Ukraine-Krieg mit Auswirkungen, aber nee, im Bund schauen nicht. Sie sich mal genau die Begründung an in Schleswig-Holstein. Das ist eine andere Begründung als die... Oh Gott, die Landesregierungen haben sich Passierschein A39 geholt. Die Bundesregierung braucht aber Passierschein A38. Oh Gott, ist das dumm. Das ist dumm. Wir haben eine außergewöhnliche Notlage. Der Unsinn kann ausgesetzt werden. Die Unternehmen sind Nettosparer. Unsere Wirtschaft schrumpft. Wir haben eine Rezession. Südekum hat es eben sogar erklärt hier in der Talkshow. Also als ob wir da jetzt noch über juristische Begründungen streiten. Dieses juristische Klein-Klein, das kann vor einem Gericht geklärt werden. Das gehört doch nicht in eine Talkshow. Haben Sie Belege dafür? Haben Sie Zahlen dafür? Warte, wir haben, glaube ich, gerade die Wagenknecht nicht überspult, weil ich mich so über den Lindemann aufgeregt habe. Warte. Das muss ich doch wieder ein bisschen zurückspulen. Ach, das ist Ihr Vorschlag? Ich mache es auch. Genau, ich mache lassen wir es so und lehnen es ab. Beim Bürgergeld wollten Sie gar keine Sanktionen mehr zulassen. Stimmt nicht. Wir haben gesagt, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält, braucht es Sanktionen. Wir haben das durchgesetzt und damit... Oh Gott. Es wird wieder über solche... Das sind einige hundert Millionen, über die Lindemann da redet. Zumal diese Sanktionen auch noch total hohe Bürokratiekosten bringen. Und wie gesagt, wenn man Leuten mit einer hohen Konsumquote Geld wegnimmt, ja, dann fehlt das 1:1 in der Wirtschaft und verschärft es die Rezession. Das ist so eine dämliche Detaildebatte, wo es überhaupt nichts geht. Wenn es eine Sozialleistung gäbe, wo man viel kürzen könnte, wenn man das wollte, dann wäre das die Rente. Wir zahlen einen Rentenzuschuss von 100 Milliarden Euro pro Jahr. Und ich prognostiziere, da werden sich diese ganzen neoliberalen Politiker da werden die rangehen, wenn die wirklich diesen Irrsinnsplan haben, sich da an diese vollkommen bescheuerte Schuldenbremse zu halten. Dann wird das bei den Renten gekürzt werden, weil es keine andere Sozialleistung gibt, wo man so viel Geld einsparen könnte. Also die Sozialleistung, wo man wirklich, okay, jetzt werden sich manche wieder getriggert fühlen, weil ich die Renten Sozialleistung nenne, aber ja, die Renten werden mit 100 Milliarden pro Jahr aus dem Bundeshaushalt subventioniert. Was gut und richtig ist. Also ich bin absolut für eine Stabilisierung des Rentenniveaus. Man sollte das ganze System am besten reformieren. Will ich jetzt nicht zu tiefgehend darauf eingehen, aber das ist wirklich die Leistung, wo man am ehesten kürzen könnte, wenn man ordentlich Summen einsparen wollte. Und das wird dann auch richtig negative Konsequenzen für die Wirtschaft haben. Wer jetzt hier einige Sanktionen bei Bürgergeldempfängern mehr oder weniger machen, das ist eine Detaildebatte. Da sind einige hundert Millionen. Das ist makroökonomisch überhaupt nicht bedeutend, worüber hier gerade geredet wird. Also schon wieder an den eigentlichen Problemen vorbei. Ein dummer Schaukampf. Und ja, was soll man zu diesem Unsinn hier sagen?